Das und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play The Witcher 3 die Mission. Und ja. Yeah. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa, ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor, so eine Trophäe. Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Hier ist es. Verdammt, sie klemmt schon wieder. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist dort. Bring aber nichts durcheinander. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Ich brauche einen Kuchen. So. Jetzt weiß ich gar nicht, wenn man das mitnimmt. Ich muss mal gerade speichern. So, wenn man das alles mitnimmt. Rostiger Schlüssel. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. So, was haben wir denn hier? Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Brief an Tamara. Wir sind eher wie eine Familie. Wir unterstützen einander. Wir helfen uns, schwere Momente durchzustehen und mit der Vergangenheit zurechtzukommen. Denn eine Vergangenheit hat jeder von uns. Du musst dir also keine Gedanken machen, dass jemand in deiner herumstochern könnte. Wir haben eine Regel. Nie mehr erfragen, als jemand von selbst preisgibt. Die Vergangenheit zählt nicht bei uns, nur die Zukunft. Und unser gemeinsamer Kampf gegen das Böse und die Verderbtheit, gegen Perversion und verabscheuungswürdige Praktiken aller Art. Danke, Ike. So. Ach, guck mal an. Was hast du hier zu suchen, du Streuner? Willst du aus dem Maul oder was? So, das machen wir gleich. Gehen wir mal rein. Oh, ich sieht keiner. Okay. Also, mich sieht keiner, das ist gut. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Oh, ist das arg dunkel hier, ne? Ich glaube, wir müssen echt mal... Ach, Katze haben wir schon. Ach, ups. Auf was liegt denn das nochmal? Ah, okay. Das war Katze. Tee. Oh Mann, in jeder Truhe haben die genau das gleiche. Goldringe und... So. Da. Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. So, haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Gar nichts. Dann bleibt erstmal. Die Wand hier. Sieht anders aus. Hier hing etwas. Hm. Das Bild, die Größe stimmt. So, dann können wir hier wieder raus. Und folgen mal dem Duft. Aus. Ich geb dir gleich fertig, ehrlich. Ist mir tierisch auf den Sack. Oh, und wo kommt denn das? Hol den Sonderling raus! Ich glaub, der Sonderling schläft. Na und? Ja. Also musst du jetzt gehen und ihn wecken! So. Der Geruch kommt von hier. So, warte mal, hier ist doch keiner mehr von denen.
Dann können wir nämlich hier plündern. Und da vorne ist eine kleine Kochnische. Also erstmal das da. Ein Gebet. Ein Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und uns Licht schenkst. Gib uns deine Wärme. Trockne unsere Tränen. Verbrenne unsere Feinde. Gewähre deinen Freunden deinen Schutz. Gib meiner Mutter Gesundheit. Strafe meinen Vater. Hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. So. Ist das hier? Gilt es hier noch was zu durchsuchen? Nee, ne? Ah. Oder das ist die Speisekammer, würde ich mal schätzen. So, war das hier mit dem Baum? Ach, das ist das Büro, wo wir eben schon waren. Nee, dann muss oben noch was sein. Oben oder hier? Ach, guck mal, da ist die Kleine. Nee, hier nicht. Ciri war also hier. Ah, hier. Ein Kreisel. Spielzeug von Gretka. Was ist das? Ach, das ist... Oh, das ist ja cool. Das ist meine Kiste. Wusste ich gar nicht, dass hier eine Kiste für mich steht. Die müssen Ciri gehört haben. Offenbar hatte sie es eilig zu verschwinden. Die natürliche Unklarheit von Flüchen von Lydia von Bredeport. Wo hatte Ciri das her? An meine lieben Freunde Philipp und Anna von Graf Le Grevier, Kulturminister des Königreichs Temerien, Visima 1265. Wer da meint, dass sich in Flüchen ausschließlich die bösen Absichten eines Wesens einem anderen gegenüber manifestieren, der irrt sich gewaltig. So sind Berichte über unfreiwillige Verfluchungen der eigenen Person sowie von Objekten in der Umgebung erschreckt verbreitet. Die Konsequenzen sind schwer vorherzusagen. In vielen Fällen sind sie gravierend und können sogar den Tod desjenigen bedeuten, der vom Fluch getroffen wurde oder Zeit mit den verfluchten Objekten verbringt. Daher ist es so wichtig, möglichst sorgfältige Schutzmaßnahmen gegen Flüche zu treffen. Als absolutes Minimum empfiehlt Madame Amélie Veracruz Leon Reinigung von allen negativen Gedanken, Anstreben von Einssein mit der Welt, Erreichen von Harmonie zwischen Körper und Geist. Edles Ziel. Eine Widmung für den Baron und seine Frau. Offenbar hatten sie hochrangige Freunde in Visima. So. Das beantwortet mir aber immer noch nicht die Frage, wieso ich hier immer noch nicht alles hab. Ich habe hier alles durchsucht. Hier? So, hier ist nichts. Was hast du hier zu suchen, du Schreiner? Halt doch einfach mal die Fresse. Ehrlich. Ach, guck mal an. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Aha. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Dann untersuchen wir mal die andere Seite. Ein Schrank. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Aha, da haben wir doch schon mal einen Hinweis. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Hm,
Der Rest des Leuchters und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay. Der nächste Geruch. Er stinkt wie eine nilfgaardische Leiche. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. So, dann reden wir mal mit ihm hier. Ah, doch nicht. Der ist ein Stockwerk weiter oben. Ah. Du siehst ja fertig aus. Na, Suche beendet? Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Hervelus? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? Dreimal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt. Er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. So. Finde die Hütte des Weidelers. Ja, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Finde erstmal Ausgang. Das wäre echt viel geiler. Oh Gott. Meine Güte, ey, da drin ist es so viel dunkler als hier draußen. Komm schon, Plätze. Wo müssen wir denn hin? Oh, bis da hinten hin. Ja, dann reiten wir nur bis zum Eingang des Dorfes. Wer ist da drin schon überschissen? Was machst du denn, hey, Jungs? Kannst du dir mal husten? Ja. So. Dann dahin. Du da, Weißer. Glaubst du etwa, deine zwei Schwerter können es mit 40 auch? Wenn der Baron getrunken hat, wird er wütend. Und er könnte andauern. Und er trinkt andauernd, ja, ja. Er schiebt das immer auf seine Soldaten, aber ich glaube, beziehungsweise ich weiß, er hat da so einen Trick am Stecken. So, dann einfach mal hier rüber. Und dann sind wir, sogar direkt mit Ausrichtung auf die Hütte des Weidelers. Dreck
Ich glaube, ich habe die Kräfte. Hier scheint es Stress zu geben. Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät. Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. So. Jetzt habt ihr natürlich mehrere Möglichkeiten. Das hier ist keine davon. Entweder ihr beschwichtigt die mit Zeichen, braucht aber eine gewisse Stufe dafür. Dann haut ab oder sterbt, dann kämpft ihr gegen die vier. Oder die letzte Möglichkeit, hört mal zu. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bau. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Ja. Mal sehen, was das für einer ist, der Edriks Freunde so aufgebracht hat. Ja. Sind wir ja mal gespannt. Soll ja ein Ziegenficker sein. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann? Nein, ein Wolf. Grau, doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie es mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen nicht. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Du hast das Amulett angefertigt? Ah, ja, das war der Weideler. Nach Art seiner Vorväter, über stillem Wasser, bei Vollmond. Gutes Amulett, guter Schutz. Sie hätte es nicht abnehmen sollen. Ah. Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie? Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Anna und ihre Tochter sind verschwunden. Weißt du, wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister, fein, soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege, sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Ohne die Ziege. Unmöglich, nicht ohne die Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin. Wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke!
Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Oh, wie süß. Jetzt können wir nämlich mit der Glocke läuten. So, wir suchen nach Spuren der Ziege. Oh, hier haben wir doch was. Hier entlang, glaube ich. Hier ist er einmal drumherum gelaufen. Oh, die hat sich ja echt eine hübsche Gesellschaft ausgesucht. Wow! Ah, das sind dann doch ein paar. Bisschen viel kassiert. Zeig mir, was du zu bieten hast. Okay. Ah, Gott, habe ich da viel kassiert gerade. Na, zum Glück ist die Ziege nicht mehr weit. Was ist denn? Ach, da bist du. Na los, gehen wir zum Weideladen. Ich hätte es wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. So, die bleibt jetzt muss an jedem... Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm schon, verdammt. Ich glaube, das würde mit Axi noch besser gehen, aber... Hier. Wo zur Hölle bist du hin? Wo läufst du denn hin? Bär! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Hops! So. Okay, jetzt möchte ich das auf eine andere Art. So, komm einfach mit. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Oh, ich dachte echt, ich krieg das mit Axi hin. Also, funktioniert schon mal nicht damit. Komm, mach hin, ne Ziege. Und ich laufe in die falsche Richtung. Oh, ziemlich grauer Morgen. Prinzessin, lauf den Weidenlern nicht davon. Hier gibt es Wölfe. So. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Blut! Wir brauchen Blut! Ein lebendiges Wesen!
Gut, bin gleich zurück. Das? Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Schon vorbei? Das war's? Das war's. Mehr sagen die Geister nicht? Wohin sie gegangen sind? Wo sie jetzt sind? Du wolltest eine Weissagung. Das war sie. Sie sind fort. Das Kind ist geblieben. Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst? Schämte sich? Oder hat es vergessen? Oder wollte es vergessen? Hat Anna dir das erzählt? Kam sie her, nachdem das passiert ist? Nicht Anna. Die Omen haben es mir gesagt. Toll. Dann steht fest, dass es stimmt. Die Omen brauchen deinen Glauben nicht. Du brauchst die Omen, um die Wahrheit zu finden. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Je zornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch je zorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weidela ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandert es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weiser, weißer Wolf! Fang den Fehlgeborenen! Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen! Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche und er leitet dich. Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut. Bindet Menschen für immer. Die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh. Dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel.
Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Na, das schon mal an, ja. Oh, hier kann man nichts klauen. So. Ja, das bedeutet also, der Baron hat uns was verschwiegen. Wir müssen uns auf zum Baron machen. Lauf! Schnell weg! Ja, ich glaube, das ist wieder so eine... Ja. Das sollte so eine Dings-Quest sein. Leute! Und wer die Tochter des Barons findet, der soll belohnt werden. Will der Baron nicht eine neue Tochter? Ich könnte ein paar entbehren. Ich habe... So. Dann geht's einfach mal auf hierhin. Warum auch immer man hier oben nicht ein Dings gemacht hat. So. Ein Blitzeinschlag? Was da wohl passiert ist. Gut, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.